zurück in Travemünde beim SAP Trave Race und aus der Geschichte. Und täglich grüßt die Nils Holgersson. Hier sehen Sie also die Fähre durch die Trave fahren. Das haben wir gerade für Sie aufgezeichnet, während Sie unten rechts die Startzeit runterlaufen sehen für das zweite Halbfinale bei diesem SAP Trave Race. 7 Katamarane der Hobie Wildcats gehen gleich an den Start. 4 haben sich schon für den Endlauf qualifiziert. 4 weitere Teilnehmer für dieses Finale werden gesucht. Das Ganze, um es nochmal zu sagen, hat nichts mit der WM-Gesamtwertung zu tun, sondern ein reines Spaßrennen werden wir hier an Bord von Charles Girard und Mark Teasdale, den beiden Südafrikanern, sehen, dass dort hinten also die Nils Holgersson sich auf den Weg in Richtung Hafen macht und jetzt das Rennen also losgehen kann. Geht also jetzt direkt in den Start. Viele Boote haben sich entschieden, auf Steuerbord zu starten. Es sieht nach ein bisschen mehr Wind aus. Die Boote haben diesmal richtig Fahrt, um auch wirklich über die Startlinie zu kommen. Und da sind jetzt doch erstaunlich viele direkt gestartet. Das haben wir noch nicht so häufig gesehen auf der Trave. Da ist ja doch immer ein bisschen durcheinander angesagt, aber durchaus 2-3 Boote mit einem ganz guten Start. Der hier, kann man schon fast sagen, berühmt-berüchtigte Steuerbordstart, der eigentlich sehr unüblich ist. Am besten hat das im Moment der Daniel Payson gemacht, der im Moment an 1 geführt wird. Und Christian Schütz an 2, Peter Mello an 3 und an 4 haben wir Charles Girard. Also da ist auch schon die Lufttonne. Es ist ja nur ein sehr kurzes Rennen. Jetzt geht es darum, die Wände setzen zu können. Wir sehen hier die ganzen anderen Boote noch reinkommen. Das ist die Folgebootklasse. Die versuchen sich natürlich auch. Das sind alles Segler, die kennen Wettfahrten. Die versuchen sich da aus dem Geschehen rauszuhalten. Aber ich glaube, dass hier das Boot, was wir mit der südafrikanischen Flagge da sehen, dass die wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Ich hätte gedacht, die haben die Nase vorne, aber die müssen jetzt hinten rumfahren. GER 286, das sind Daniel Peisen und Nico Heinrich. Hier die Südafrikaner beim Gennaker setzen. Tolle Bilder, die wir da sehen. Ja, dann haben sie sich aber doch noch vorne reingeschoben, oder habe ich das jetzt falsch gesehen? So, gleich mal abwarten. Da die erste Tonnenrundung. Gennaker ist oben. So, und da haben wir die beiden Kontrahenten. Dahinter, dass die ersten beiden sind Christian Schütz und Daniel Peisen. Als dritter ist Peter Mello, wobei ich habe, nee, Charles Girard ist als dritter. Da haben wir gerade das Setzmanöver gesehen. Jetzt geht es wieder darum und da haben die Südafrikaner einen tollen Vorteil erzielen können. Haben oben drauf geheizt, sie haben gesehen, die beiden Boote stehen da, erzeugen jetzt Abwinde für die Boote unterhalb von ihnen. Sie haben aber gleichzeitig auch noch, oh, da geht es eng zu. Also da wird das ein ganz spannendes Finish unten an der Tonne. Da geht es jetzt darum, sich aus diesem Pulk zu befreien, möglichst freien Wind zu erlangen und dann den schnellsten Weg Richtung Tonne zu finden und vor allen Dingen auf dem Weg zur Tonne darauf zu achten, dass man die Innenposition hat als innenliegendes Boot an der nächsten Marke, die Lehmarke genannt wird, hat man Vorfahrt und ist sozusagen dann in der Lage, als erster die Tonne zu runden. Wir sehen hier wieder verschiedene Taktiken. Rainer Gerhard zum Beispiel fährt ganz raus unter das Ufer. German, Entschuldigung. Fährt ganz raus unter das Ufer, aber da haben wir ja schon die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht unbedingt gut, die Strömung zu verlassen, sondern eher, da haben wir Vorfahrtssituationen, blauer Gennaker, schwarzer Gennaker. Der blaue Gennaker hatte in diesem Fall Vorfahrt. Jetzt geht es eben darum, schnell zur Lehtonne zu kommen und dabei, wenn es geht, auch noch den Strom der Trave mitnutzen, der ja die Boote schiebt, also zur Lehtonne hintreibt. Selbst wenn sie keine Segel hätten, wären sie wahrscheinlich in der Lage, ungefähr dahin zu treiben, weil einfach das Wasser in diese Richtung drückt. Und hier haben wir ein paar Positionswechsel, muss ich sagen. Im Moment Rainer Germann an 1, Peter Mello an 2 und Daniel Payson an 3. Genau, es folgen sogar noch 2 weitere Deutsche mit Christian Schütz und Thomas Neudahl. Da ist Charles Girard, die Südafrikaner,
bei denen wir ja auch live mit an Bord sind mit unserer Onboard-Kamera. Die sind da ein bisschen zurückgefallen. Ja, und ich sehe jetzt hier ganz klar den Rainer Germann. Sehe ich im Moment in der besten Position, sich da jetzt auf dem Weg Richtung Tonne zu behaupten. Und dann eben mit der Innenposition. Rainer Germann ist hier mit dem schwarzen Gennaker links oben im Bild. Und rechts davor ist der Daniel Paysen. Nur der muss eben sehen, dass er da jetzt vor ihm bleibt und nicht in die Situation kommen, dass der Rainer Germann sich in die Innenposition schieben kann. Er wird gleich die Halse fahren müssen, der Daniel Paysen. Und dann wird sich zeigen, ob sich... Nein, der schwarze Gennaker kann sich nicht mehr reinschieben in diesem Fall. Also, gut gemacht. Peter Mello folgt an drei. Dann kommen von der linken Seite noch andere Boote, die natürlich dann auch wieder Innenraum haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt gleich nochmal ordentlich eng wird an der Tonne. Es geht ja jetzt auf dieser kleinen halben Kreuz sozusagen direkt ins Ziel. Also ein sehr kurzes Rennen. Das zweite Halbfinale sehen Sie gerade. Gesucht werden die besten vier dieses zweiten Semifinals. So, da geht es direkt mit Gennaker weiter. Das ist jetzt ganz was Neues. Da hat sich also ein Boot entschieden, wir nehmen den Gennaker gar nicht runter, sondern wir nehmen den so dicht wir können und fahren damit an der Kreuz weiter. Nee, jetzt haben sie auch gemerkt, das funktioniert nicht so ganz, wie sie sich das vorgestellt haben. Haben den Gennaker also weggenommen. Und da unten an der Tonne stehen zwei Katamarane und versuchen da freizukommen. Da sehen wir im Hintergrund die Folgeboote an den Hafen fahren. Das ist für uns im Moment nicht interessant. Aber Daniel Paysen auf dem Weg Richtung Ziel. Hier mit ganz wenig Wind. Rainer Germann auf zwei und die südafrikanische Crew Charles Girard, Mark Tiestel hat sich wieder auf Rang 3 vorgeschoben. Wie gesagt, die ersten vier qualifizieren sich fürs Finale. Hier Daniel Paysen und Nico Heinrich zusammen auf dem Weg dieses zweite Halbfinale beim SAP Trave Race für sich zu entscheiden. Das Ziel müsste auch bald in Sicht kommen. Ja, also diese Taktik, die wir gestern gesehen haben, auf der rechten Seite so weit wie möglich zu fahren und dann ein bisschen mit Überhöhe und Geschwindigkeit sozusagen über die Ziellinie zu schießen, haben wir heute noch nicht gesehen. Hat sich vielleicht keiner abgeguckt gestern, weil das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert immer. Funktioniert vielleicht nicht ganz so gut bei dem weniger Wind, weil dann die Boote zu sehr abbremsen. So, hier haben wir Daniel Paysen. Genau, gewinnt dieses zweite Halbfinale. Ja, schafft er das? Ja, er kommt da rein. So, in diesem Moment über die Ziellinie, Glückwunsch. Wobei, es geht hier noch um nichts. Es ist immer gut, für ein selber Rennen zu gewinnen. Ja, da geht es eng zu. Da werden wir gleich eine interessante Situation am Ziel haben. Da geht es um zwei und drei. Der ist so mitten. Charles Girard an zwei, Peter Mello an drei. Genau, da sind wir auch mit an Bord bei den Südafrikanern, die gerade auf zwei sind. Ja, da sehen wir, wie eng das ist. Die sind wirklich ganz dicht beieinander, die Boote. Und ich denke mal, dass der Charles Girard da auf jeden Fall seinen zweiten Platz behaupten kann. Eng wird es dann nochmal beim letzten Platz um Einzug ins Finale. Genau, die Südafrikaner gerade über die Ziellinie gefahren. Ja, und Peter Mello auch. Also die ersten drei haben wir und zwischen den beiden wird es jetzt nochmal richtig eng. Wer kann sich zuerst über die Ziellinie schieben? Rainer Germann oder Christian Schütz? Ich würde sagen, dass Christian Schütz das schaffen kann. Ja, noch brauchen sie ein paar Meter bis zur Ziellinie. So, und jetzt schiebt er sein Boot mit der Wende über die Linie. Nein, ich glaube, das hat er noch nicht ganz geschafft. Oder hat er es geschafft? Das ist ganz schwer zu sehen von hier. Die Ziellinie halt zwischen diesem Motorboot links mit der orangen Flagge und dem Steg rechts. Aber ich glaube, dass Christian Schütz zusammen mit Frithjof das geschafft hat. Also ja, als viertes Boot sich für den Endlauf zu qualifizieren. So, dann haben wir jetzt sozusagen unsere Finalteilnehmer, die besten acht aus diesen
14 Booten, die insgesamt angetreten sind, sind jetzt ermittelt. Jetzt wird es noch einen Lauf in dem gleichen Stil wie gerade eben geben. Und dort geht es dann tatsächlich nur noch darum, den Lauf zu gewinnen. Da muss man dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr Risiko auf sich nehmen, weil der Sieger die beiden Sieger dann sozusagen zwei iPads Mini bekommen. Genau, und wir hören gerade von den Kollegen, 2 Minuten bis zum Start dieses Finals. Die gute Nachricht, diese beiden Herren, die Sie dort gerade sehen, nämlich Charles Girard und Mark Teasdale aus Südafrika, sind auch mit in diesem Endlauf dabei. Das heißt, wir werden also auch in diesem Finale wieder diese schönen Onboard-Bilder zu sehen bekommen. Ich bedanke mich da mal gerne bei den Kollegen, aber natürlich auch bei der südafrikanischen Crew, dass wir die Kamera dort anbringen konnten, weil das doch schöne Einblicke sind, die wir sonst natürlich nicht so oft zu sehen bekommen. Ganz genau. Die Boote befinden sich schon wieder in der Startvorbereitung. Das geht hier wirklich ganz schnell hintereinander weg. Und auch da wird wieder die Taktik am Start, wie kommen die Boote aus dem Start raus, entscheidend sein. Weil dieser erste Schlag zur Tonne wirklich nur ein sehr, sehr kurzer ist. Und wer da einen guten Start erwischt und eine gute Positionierung dabei, der hat meistens dann auch direkt die Nase vorn. Wir können ja genau, da haben wir die 3D-Grafik, da sehen wir auch die Teilnehmer dieses Finales mit Emeric Dary, Charles Girard, Daniel Björnhult, Stefan Vogel, Peter Mello, Christian Schütz, Florian Üble und Daniel Peisen. Also das die 8 Crews, die sich hier jetzt um die Platzierung streiten, genauer gesagt um den ersten Platz, denn Markus hat es gesagt, es gibt 2 iPad Minis zu gewinnen, also das als Ansporn und Anreiz für die Segler bei diesem Trave Race teilzunehmen. Das fällt, wie gesagt, in der Startvorbereitung. So, und hier die Zeit läuft runter, 5 Sekunden. Alle wieder auf Steuerbord unterwegs, weil das eben den Vorteil hat, Start, keiner drüber. Das hat den Vorteil, dass man eben den langen Schlag zur Tonne zuerst setzen kann und nicht direkt nach dem Start eine Wende setzen muss. Ich sehe hier ganz rechts im Bild die Dänen, ganz schön zu erkennen an ihrem roten Emblem da im Segel. Die haben in diesem Fall den Start nicht so gut erwischt. Aber wenn sie da jetzt noch mal ein bisschen beschleunigen können, sind sie durchaus noch nicht in der schlechtesten Position. Hier die beiden Südafrikaner, Charles Girard und Mark Teasdale. Rechts daneben Christian Schütz und Fridtjof Sacht mit der GR 275 im Segel. Also hier, wie gesagt, ich hatte nicht zu viel versprochen, tolle Bilder, die wir dort direkt aus dem Rennen kriegen. Auch hier wird eine große Runde sozusagen gefahren, eine kurze Kreuz hoch zur Tonne, dann eine etwas längere Vorwindstrecke und dann nochmal eine halbe Kreuz zurück ins Ziel. Stefan Vogel gut zu erkennen an dem roten Segel dort rechts mit der Startnummer 31 und hier mit der 550. Das sind unsere schon bekannten Franzosen Emeric Dary und Maxime Blondeau, die hier auch als Erste um diese Tonne gehen. Die Franzosen, die auch momentan in der WM-Gesamtführung die Nase vorn haben. Ja, jetzt geht es für die beiden darum, möglichst schnell die Halse zu fahren, bevor das die Gegner hinter ihnen tun, weil dann haben sie wieder die Gefahr, dass sie in Windabdeckung kommen. Jetzt kommt die Halse in diesem Moment. Die Dänen haben da eine tolle Tonnenrundung hingelegt und schieben sich da richtig unten rein, kommen jetzt mit Vorfahrt, das können wir jetzt gerade nicht mehr sehen, aber sind sozusagen auf dem Vorfahrtsbug. Da sind sie, fahren weiter, haben sich nicht für eine Halse entschieden. Von hinten kommt ein blauer Spinnaker, also da gibt es anscheinend ein paar Böen, die sehr lokal sind und die Boote dann, die Verschiebung so verursachen. Genau, wie gesagt, Hauptsache oder das Wichtigste ist es, wieder in den Strom reinzukommen. Das beherzigen die meisten Boote auch, die fahren da direkt rüber. Ganz links sehen wir Emeric Dary, die Franzosen, und ganz rechts sein Landsmann Florian Üble. Der scheint sich jetzt ein bisschen nach vorne geschoben zu haben. Ja, der hat da eine ganz gute Taktik gewählt. Jetzt bleibt abzuwarten. Er ist ja, wie gesagt, aus dem Strom rausgefahren, wie Emeric Dary von der anderen Seite rüberkommt. Der kommt vor allen Dingen jetzt dann gleich mit Vorfahrt. Das heißt, er hat recht in dieser Wegerechtssituation, wenn er dann rankommt. Das ist immer die Frage. Im Moment sieht es nicht so aus in der Grafik.
Jetzt könnten wir vielleicht die Live-Bilder, ja, da haben wir die Live-Bilder sehr gut. Christian Schütz sehen wir dort, zusammen mit Friedhof Sach, 275. Und Florian oder Florian Hublé hat sich durchgesetzt. Hier sehen wir ihn mit der 184, Frankreich, Florian und Nicolas Hublé, ja, momentan in Führung. Die Tonne gerundet, sehr gut gemacht. Als Zweiter wird wahrscheinlich, das ist schwer zu sagen, wer da jetzt rechts als Zweiter ist Stefan Tonne Vogel, geht. Ne? Ja. Links die Dänen daneben. Ja, aber da, das Boot mit dem weißen Gennaker hat auch noch Innenraum an der Tonne. Das heißt, die anderen beiden Boote müssen ihm da Platz lassen. Das sind Emeric Dary, ja, und Maxime Blondeau. Machen sie auch. Der hat Platz, die Tonne zu runden. Aber durch diese enge Tonnenrundung hat er natürlich ganz, ganz viel Fahrt verloren. Kommt noch ein Boot mit Gennaker, der bleibt relativ lange oben. Daniel Peisen und Nico Heinrich jetzt dort oben an der Tonne, während sich die anderen Crews schon auf dem Weg ins Ziel machen. Da bleibt ein, sind das die Dänen sogar, ja, das die da sind liegen die geblieben Dänen. Sind? Die sind da also aufgrund dieser Tonnenrundung, die ein bisschen missglückt ist, richtig stehen geblieben. Jetzt sehen wir hier Florian Hublé schon in der Tonnenannäherung bzw. Zielannäherung. Wobei auch er, wenn ich das in der Grafik im Moment richtig deute, das noch nicht direkt schafft. Der muss auch noch eine Wende fahren. Und über die rechte Seite greift Stefan Vogel an, der also jetzt ein Stückchen weiter gefahren ist da und diese Taktik von gestern verfolgt. Und im Moment... Genau, hier ist die Wende der Franzosen. Ja, und die verlieren jetzt natürlich wieder ganz viel Fahrt dabei. Von dort und oben ich kommt sehe, Stefan Vogel. Ja, genau. Und er kommt mit Vorfahrt vor allen Dingen. Das ist das Entscheidende. Also das wird jetzt ein Fotofinish wahrscheinlich, wer von den beiden da reinkommt. Er muss jetzt sehen, dass er ihn zur Wende zwingt. Wenn er das schaffen kann, hat er eine Chance. Ja, das wird jetzt aber ganz eng. Wer macht das da? Ja, ich denke, die Franzosen ganz ja, knapp. Ja, ich denke auch, die Franzosen haben die Nase vorne gehabt. Aber das war ja wirklich nochmal sehr, sehr eng. Mich wundert das ein bisschen, dass der Stefan Vogel da nicht... Na, hier haben wir Stefan Vogel an 1. Ja. Mich wundert das ein bisschen, dass der Stefan Vogel nicht noch ein bisschen mehr auf den Franzosen draufgehalten hat und ihn wirklich richtig zur Wende gezwungen hat. Er hat sein Boot nur in den Wind geschoben, der Franzose, musste sich eigentlich noch frei halten, solange er seine Wende noch nicht beendet hat. Wir können uns die Szene ja vielleicht gleich nochmal in der Wiederholung angucken. Genau, lieben Dank an die Kollegen in der Regie. Hier sehen wir die beiden, Stefan Vogel und Florian Hublé. So, da kann er, das rote Boot mit dem roten Segel kann den Franzosen zur Wende zwingen. Das tut der nicht, sondern der schiebt sein Boot in den Wind einfach nur. Und Stefan Vogel versucht auch sein Boot Richtung Wind und Richtung Ziellinie vor allen Dingen zu schieben. Und das kann ich von hier überhaupt nicht erkennen, wer da als erster über die Linie seine Nase geschoben hat. Also die Franzosen haben gerade abgeklatscht. Also ich von hier aus, ich meine, die Grafik sagt was anderes, nämlich dass Stefan Vogel gewonnen hat. Aber ich würde fast vermuten, dass sich die Franzosen da knapp behaupten konnten. Vielleicht kriegen wir aus der Regie da einen kurzen Hinweis, wenn sie eine Verbindung zu dem Wettfahrtleiter haben. Genau, oder unser Mann auf dem Wasser, Christian. Genau, wen Sie als erstes über der Linie gesehen haben. Es hat, wie gesagt, nichts mit der WM-Gesamtwertung zu tun, das Ganze, sondern ist ein reines Spaßrennen. Aber es geht immerhin um zwei iPad Mini und natürlich um die Ehre des Travel Race Tagessiegs. Also, da kriegen wir vielleicht noch gleich eine Aufklärung. Die Grafik, die 3D-Grafik, meint Stefan Vogel und Nadine Wieland haben dieses Rennen gewonnen. Das wären für die beiden natürlich insofern ganz schön, weil sie ja heute Nachmittag disqualifiziert worden sind bei der 9. Wettfahrt wegen eines Frühstarts. Also das würde dann noch ein kleines Happy End bedeuten für die beiden. Oder aber es kann sein, dass die iPads nach Frankreich gehen zu Florian und Nicolas Hublé. Genau, die Teilnehmer werden jetzt froh sein. Die sind schon alle wieder auf dem Weg an ihren Strand. Die Boote werden ja am Strand sozusagen ins Wasser geschoben beziehungsweise auch dort rausgezogen. Und die werden jetzt nach diesem doch recht langen Tag, obwohl sie nur eine Wettfahrt geschafft haben. Oh, wir hören gerade aus der Regie, also die Franzosen Florian und Nicolas Hublé, die wir hier mit der 184 da gerade noch durchs Bild fahren sehen, haben
dieses Rennen gewonnen. Also da haben wir richtig geguckt. Die waren ja noch ein paar Meter, oder ein paar Meter nicht, aber ein paar Zentimeter vor Stefan Vogel und Nadine Wieland im Ziel und wollen ihn hier noch einmal den aktuellen Zwischenstand nach 9 Wettfahrten zeigen. Das also jetzt wieder die WM-Gesamtwertung. Trave Race ist der Spaß, das hier ist sozusagen der Ernst, da geht es um WM-Ehren und dort führt Emeric Dary zusammen mit seinem Vorschütter Maxime Blondeau aus Frankreich mit 6 Punkten vor Daniel und Nikolai Bjørnholt, den dänischen Zwillingen, und ganz schön zu sehen aus deutscher Sicht auf den Plätzen 3 und 4 folgen Daniel Peisen und Fritz Glocke, dort allerdings schon der Abstand ein wenig größer. Absolut. Also wie gesagt, heute spannende Trave-Races gesehen. Da ging es natürlich ganz schön hin und her mit der Strömung. Ich glaube, den Seglern wäre es auch lieber gewesen mit ein bisschen mehr Wind. Aber man muss immer das nehmen, was kommt. Und ich bin gespannt, was die morgigen Bedingungen hergeben draußen auf der Mediabahn. Da haben wir übrigens gerade gesehen, Entschuldigung Markus, wie die beiden Franzosen, Jens Kahrt da, der oberste Wettfahrtleiter, hat die beiden Franzosen da aufs Boot geholt und die dürfen sich jetzt an Land ihre iPad Minis abholen und natürlich gibt es eine kleine Siegerehrung und ein bisschen Sekt wird, glaube ich, auch, ein bisschen Sekt wird auch durch die Luft spritzen. Also das Ende dieses Trave Race an diesem Donnerstag hier in Travemünde. Und du hast gerade schon, ich habe dich glaube ich unterbrochen, gerade schon auf morgen mal geschaut. Die Tornados werden wir dann verfolgen. Genau, also auch eine sehr interessante Katamaran-Klasse. Hoffen wir, dass ein bisschen Wind kommt. Die Vorhersage sieht im Moment schlecht aus, aber für heute war eigentlich auch weniger vorhergesagt. Wir können hoffen, dass die Sonne sich vielleicht durchsetzt, das thermische System ein bisschen angekurbelt wird und wir schöne Segelbedingungen bekommen. Das hoffen wir natürlich für uns, für die Zuschauer, aber auch für die Segler. Und ich freue mich auf spannende Rennen morgen in der Tornado-Klasse. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde, für den heutigen Tag. Wir melden uns dann morgen zur gewohnten Zeit um 13 Uhr, wenn es keine Startverschiebung gibt wegen Flaute. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute und wir freuen uns dann, wenn Sie uns auch morgen wieder gewogen sind. 13 Uhr melden wir uns dann wieder hier, Markus Keu und ich, aus dem SAP Sailcube. Also schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Tschüss.